ich muss in diesem Video einmal sehr deutlich werden. Wer ein QNAP-Gerät hat, stellt das bitte nicht ins Internet. Warum sage ich das so deutlich? Es gab in letzter Zeit vermehrt Angriffe auf QNAP-Geräte. Das ist auch nicht besonders verwunderlich, denn QNAP legt einfach keinen großen Wert auf die Sicherheit seiner Nutzer. Das kann ich jetzt ganz offen so sagen, denn das lässt sich so schön belegen, da gibt es jetzt eigentlich nichts mehr dran zu rütteln. Was bedeutet das für dich, wenn du ein QNAP-Gerät hast oder dir überlegst, eins zu kaufen? Das erkläre ich dir nach dem Intro. QNAP-Geräte sind ja zugegebenermaßen sehr praktisch. Dort kann man einige Anwendungen laufen lassen, die einem ja, den Alltag so ein bisschen erleichtern. Zum Beispiel kann ich dort meine Daten ablegen. Dafür sind die ja hauptsächlich erstmal gedacht. Wenn man da aber schon Daten ablegt, dann lockt man ja erstmal Ransomware-Trojaner an, die es genau auf diese Daten abgesehen haben und diese gerne verschlüsseln würden und den Schlüssel dann nur wieder herausgeben, wenn du ein Lösegeld zahlst. Wie kannst du dein NAS also absichern? Dazu hatte ich mal ein separates Video gemacht, was man erstmal so an offensichtlichen Dingen tun kann, damit das NAS nicht mehr so die groben Schnitzer an Sicherheitslücken hat. Das heißt aber noch nicht, wenn du das gemacht hast, bist du auf der sicheren Seite. Und deshalb würde ich jetzt generell empfehlen, QNAP-Geräte nicht aus dem Internet zugreifbar zu machen. Das kannst du zum Beispiel tun, wenn du es zu Hause laufen hast an deinem Router und schaltest einen Port auf deinem NAS frei. Dann wird eine Anfrage aus dem Internet vom Router zum NAS weitergeleitet. Und genau davon will ich eindringlich abraten. Egal was auf diesem QNAP-Ding läuft, sei es der VPN, sei es sonst irgendwas, schaltet nichts frei. Prüft in eurem Router, dass es keine Freischaltungen zu eurem NAS gibt. Erlaubt dem Gerät auch nicht, über UPnP eigene Freischaltungen zu aktivieren. Der Router agiert ja als Firewall zwischen dem Internet und dem Heimnetz. Das heißt, alle Anfragen, die aus dem Internet kommen, werden erstmal geblockt, wenn man es nicht anders eingestellt hat. Jetzt gibt es noch ganz andere Kamikaze-Ansätze, so ein QNAP direkt ins Internet ohne Firewall zu stellen. Davon kann ich auch nur abraten, damit macht man sich einfach einen Haufen Probleme. Ich höre auch immer wieder, naja, der Nutzer, der sein QNAP ins Internet stellt, der ist auch selber schuld. Man weiß doch, dass die Dinger unsicher sind. Das weiß man nicht so direkt, weil halt auch QNAP damit wirbt, dass man die ins Internet stellen kann oder zumindest aus dem Internet zugreifbar machen kann über diese MyQNAP Cloud. Die Schuld also jetzt beim Nutzer zu suchen, der ja davon ausgeht, dass er ein funktionierendes und sicheres Gerät gekauft hat, das finde ich absolut fahrlässig und zynisch. Wie komme ich denn darauf, dass QNAP so unsicher ist? Da möchte ich mal drei Beispiele nennen, die verlinke ich euch alle in der Videobeschreibung. Beziehungsweise das letzte kann ich gar nicht verlinken, das muss ich euch jetzt erzählen, weil das ein Ticket von mir war. Kann ich aber auch verlinken, doch kann ich tatsächlich verlinken. Punkt 1 ist, es gab diesen Monat eine Sicherheitslücke, die war QNAP 4 Monate lang bekannt und in diesen 4 Monaten haben sie es nicht geschafft, diese Lücke zu schließen. Ein Forscherteam hat die schon vor 4 Monaten, nämlich im Oktober 2020, an QNAP gemeldet und die haben nicht darauf reagiert bzw. den Fehler nicht beseitigt. Erst als dann diese Lücke veröffentlicht wurde, ist QNAP aktiv geworden und hat tatsächlich Firmware-Patches für die betroffenen Geräte herausgebracht. Das zweite Problem, das jetzt entstanden ist in diesem Monat, das ist eine Lücke in der Hybrid Backup Station. Und hier wird die Geschichte jetzt etwas kurios. Am 22. April hat QNAP eine Meldung veröffentlicht, die den Titel getragen hat Hard-Coded Credential Vulnerability in HBS3. Das würde darauf hindeuten, dass die QNAP-Entwickler geschlammt haben und Zugangsdaten, das heißt Benutzername und Passwort, unveränderbar in den Quellcode von dieser App, also von der HBS Backup Station, da reingeschrieben haben. Um es gleich vorneweg zu sagen, das ist peinlich. Das darf erstens nicht passieren und darf auch nicht durch eine Qualitätskontrolle durchgehen. Aber gut, ist ja jetzt nicht die erste Überraschung, die man so bei QNAP-Veröffentlichungen in den letzten Jahren hatte. QNAP hat aber einen Tag später dann wohl gemerkt, dass das echt peinlich ist und dass man das ein bisschen umschreiben muss, dass man ja jetzt nicht zugeben kann, dass man einfach Zugangsdaten in den Quellcode reingeschrieben hat. Es ist also eine überarbeitete Version dieser Security Advisory rausgekommen. Und die liest sich dann schon wieder etwas entschärfter. Improper Authorization Vulnerability in HBS3. Im Prinzip ist das ja nicht falsch, die Überschrift verschweigt halt nur, dass da wieder QNAP toll gepatzt hat.
Die gute Nachricht ist, dass es in der Wayback Machine von archive.org ein Snapshot dieser Seite gibt. Man kann sich also die Peinlichkeit von QNAP anschauen. Aber Moment, so eine Security Advisory muss doch ernst genommen werden. Und die muss doch auch eine Revision History haben, in der QNAP beschreibt, wenn es Änderungen gab. Ja, richtig. Beide Meldungen haben eine Revision History. Und da lügt QNAP auch mal wieder. Man sieht, dass halt einen Tag später das Ganze geändert wurde und als Änderung steht nur drin Revise Acknowledgements. Und da geht es um einen Tippfehler, ob es zu so apt oder zu so art heißt. Dass die den Inhalt geändert haben, also sowohl den Titel als auch die Summary, davon ist nichts zu lesen. Eine andere Geschichte, die ich leider erleben durfte, ist das Problem, dass QNAP Support Mitarbeiter sich auf eine Seite einloggen können, die nennt sich Remote Support, und diese ist nicht über SSL gesichert. Was heißt das? Wenn du in deinem QNAP Helpdesk ein Ticket eröffnest, gibt es dort die Option, dass ein QNAP-Mitarbeiter Zugriff, also eine Fernwartung, auf deinem Gerät durchführen kann. Genau in diesem Bereich gab es schon mal verschiedene Lücken bei QNAP, die kann ich auch mal verlinken. Und ich musste jetzt halt feststellen, dass Support-Mitarbeiter sich einloggen, wahrscheinlich auch auf irgendein QNAP-Gerät, ohne dass diese Verbindung mit SSL geschützt ist. Ich hätte ohnehin erwartet, dass sowas Kritisches nicht offen im Internet steht, also zum Beispiel hinter einem VPN. Wenn das aber schon im Internet steht, muss man das auf jeden Fall mit SSL absichern. Einfach deshalb, weil ja sonst andere die Zugangsdaten der Support-Mitarbeiter einfach mitlesen können. Das heißt, es könnte jemand ziemlich einfach an Benutzername und Passwort kommen und sich dann somit Zugriff auf die QNAP-Geräte verschaffen, die gerade diese Helpdesk-App in Benutzung haben und den Support-Mitarbeitern Zugriff gewährt haben. Das hatte ich tatsächlich mal gemeldet, und zwar im Juni 2020, im März 2021, also ein Dreivierteljahr später, wurde dann endlich Vollzug gemeldet, die Lücke wäre geschlossen und sie hätten jetzt wohl ein SSL-Zertifikat. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Die ganze Wahrheit ist, das Zertifikat hatten die schon die ganze Zeit, denn das ist einfach ein Wildcard-Zertifikat, das für alle QNAP-Subdomains gilt. Sie hätten es einfach nur installieren müssen und das hat irgendwie ein Dreivierteljahr gedauert. Für eine Sache, die halt, keine Ahnung, an einem Tag erledigt sein könnte, ist das schon recht dramatisch, diese lange Wartezeit. Aber nicht nur das, die haben es auch geschafft, die alte Verbindung, die unverschlüsselt läuft, weiterhin offen zu lassen. Das heißt, es gibt keine Garantie, dass die Support-Mitarbeiter diese verschlüsselte Verbindung auch benutzen. Wenn du mal auf meiner Seite usefulwit.com bist, dann wirst du sehen, dass dort auch eine SSL-Verschlüsselung aktiv ist. Und selbst wenn du mit Gewalt versuchst, auf die HTTP-Seite zu kommen, nämlich indem du HTTP vorne dran schreibst und hinten den Port 80 erwähnst, wirst du trotzdem auf die SSL-verschlüsselte Seite umgeleitet. Es gibt auch mir keinen bekannten Grund, das nicht zu tun. Dass QNAP nicht mal solche Aufgaben zuverlässig hinbekommt, zeigt ja, wie sehr man dieser Firma noch vertrauen kann. Lange Rede, kurzer Sinn, QNAP-Geräte sollten von außen nicht aus dem Internet aufrufbar sein. Kein einziger Dienst, auch nicht der VPN. Ich hatte das persönlich mal im Einsatz, würde aber davon abraten. Lieber noch irgendwie einen Raspberry Pi dazwischen schalten, der mit aktueller Software versehen werden kann. So, und jetzt freue ich mich natürlich über eure Kommentare und ganz besonders natürlich von den QNAP-Fanboys, da freue ich mich immer am meisten drauf. We'll be right back.